Schön, dass ihr wieder da seid, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days mit Folge, müsste 5 oder 6 sein, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich habe hier noch ein bisschen Lehm gebuddelt, habe aber auch die Nacht genutzt und endlich mal ein bisschen klar Schiff geschaffen bei uns. Was ist das hier jetzt? Das ist schief. Hier sollte gar nichts sein, das muss ich näher wieder reparieren. Ich wollte hier, das mache ich jetzt nicht sofort, also im Laufe des Let's Plays immer mal wieder ein Stück. Ich will rundherum graben haben, wir machen hier zwar nicht die Horde, aber so sind wir ein bisschen geschützt, später mit Zugbrücke rüber und so weiter und so fort. So kriegen wir auch schon mal unser Lehm. Aber jetzt zeige ich erstmal, was ich über Nacht gemacht habe und dann gehen wir gleich zum Trader. Jetzt sind wir auf Tag 4, jetzt müsste er eine neue Ware haben. Vielleicht kriegen wir jetzt mal einen Helmlichtmod und wir brauchen dringend was zu essen. Und zwar habe ich die Kisten da hinten fast leer. Den größten Teil konnte ich jetzt Gott sei Dank wegsortieren. Dank Schmiede. Ich habe die Schmiede gebaut. Eisen ist aber so ziemlich, wir haben kein Eisen mehr. Brauchen wir auch ganz dringend. Ich packe jetzt erstmal Lehm mit rein. Wir brauchen Lehm, Eisen, wir brauchen eigentlich alles. Das bisschen Eisen, was wir hatten, habe ich benutzt, um Nägel zu bauen für die Kisten. Aber jetzt ist zumindest schon mal der größte Teil wegsortiert. Bloß wir haben so gut wie keine Nahrung mehr. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber zumindest sind die Kisten hier größtenteils leer. Die zwei Sachen hier, die habe ich im Inventar, weil die gleich zum Trader sollen. Die Steroide habe ich dabei, falls sie überladen sind. Die Werkbank kann ich leider noch nicht bauen. Auch wenn wir sie geskillt haben, weil da fehlen uns die Materialien für. Aber sobald wir sie haben, bauen wir sie. Die nächsten Punkte gehen erstmal, würde ich sagen, entweder mehr Ausdauer, wir haben ja echt ein Ausdauerproblem, oder hier rein, damit wir mal mehr Materialien rauskriegen. Ich würde aber auch gerne zumindest einen Punkt hier erstmal reinmachen, damit ich zumindest ein Basie bauen kann, weil ich weiß nicht, wann wir einen finden. In Stufe 2 wäre zumindest. Die restlichen Kisten hier sind leer. So, jetzt habe ich alles. Den behalte ich erstmal, falls ich die Dunnebüchse reparieren muss. Ja, guck mal. Unsere verseuchte Pilzflur wächst auch so langsam. Und der Trader macht jetzt auch gleich auf. Sehr schön. Und was haltet ihr davon, wenn wir das Gebäude, wie ich ja letzte Folge schon sagte, mal als Blutmond-Base benutzen? Zumindest für die erste. Da haben wir auch so eine schöne Militärbasis. Könnte man auch mal gucken, aber jetzt erstmal zum Trader. Ich glaube, die habe ich schon, ne? Ja. Ich glaube, abhauen kann ich das Ding hier sowieso nicht. Nein. Ist vom Trader geschützt. Genau wie der Stein hier. So. Und die Schneeleoparden, Lurche, ich weiß nicht, warum ich sie immer so genannt habe, aber das stand ja auch in dem Buch, was wir letztens gefunden haben. Die heißen Berglöwen. Berglöwen, nicht Leoparden, nicht Lurche, nicht Luchse. Löwen, obwohl sie echt aussehen wie Luchse. Noch was? Will ich ein totes Huhn? Wann ist denn das hier gestorben? Willst du mich verarschen? Ja, danke. Alter, will man das Huhn auseinandernehmen, wird man weggeportet. So, mein Freund, du hast neue Ware. Du hast neue Quests. Hoffentlich was Brauchbares für uns. Zeig mal her. Ich gucke erstmal im Inventar. Nebenanlage, Sessel, Brunnen, Munition ist zwar auch wichtig. Jetzt hat er eine Schmiede, super. Gekochtes Wasser, ein Zementmischer, oh, das ist auch nice, aber den können wir uns partout nicht leisten im Moment. Eisenrohre, Klebestoff, Öl, Nitrat, Eisen, also er hat schon ein bisschen was. Totengräbermod, harte Kelsonnenbrille, verschlissene Stiefel, er hat auch eine Werkbank, aber die ist auch zu teuer. Was mich im Moment hauptsächlich interessiert, ist die Helmmod. Aber die hat er immer noch nicht, ne? Motor, Verbandskästen. Er hat schon ein paar nette Sachen, aber leider nicht das, was wir brauchen. Aber er hat einen Bergbauhelm. Da wäre ja eine Mod drinne, aber den können wir uns auch nicht leisten. Okay, er kriegt ja erst in Tag 7 wieder neue Ware. Vielleicht kriegen wir es ja questmäßig hin bis dann. Ich gucke mal seine Quest nach. 1,8, 1,5. Ziemlich fahr. Stufe 1, gut, Stufe 1 ist alles. Dann machen wir die, würde ich sagen. Haus und Modular 7. Ich glaube, das hatten wir schon. Für uns bleibt ja im Moment nichts anderes übrig. Essen hatte er ja nichts weiter, aber ich gucke unten nochmal an seinen Automaten. Jo, hier hätte er ein bisschen was. Wir nehmen ein Düschen Hündefutter mit. Wir nehmen die Lammration mit. Weiße Drops kannst du behalten. Die Dose Scham nehmen wir noch mit. So. Kurzen Abstecher nach Hause. Den Kram, den wir da haben, wegräumen. Und dann gehen wir zur Quest. In der Hoffnung, mal was Brauchbares zu finden. Ich meine, rüstungsmäßig sind wir ja schon ein bisschen weitergekommen. Verteidigen können wir uns im Notfall auch. Aber wir müssen ja auch mal an Materialien kommen. Und da mangelt es uns echt an allem. So, da räume ich wieder eine Ruhe weg. Vielleicht kann er es machen. Die beiden Sachen wollte ich doch auch bei ihm verkaufen. So, das Essen werde ich mir gleich mal einverleiben.
Ich weiß, Essensvernichter und so weiter. Das wird später nicht mehr so vorkommen. Wir können uns im Moment haben, die auch nicht wirklich Felder machen. Wir haben keine Materialien, wir können eh noch keine Seeds machen. Also daher, weißt du was? Ich packe die zwei Sachen hier erstmal rein. Kann ich später verkaufen. Das Eisen packe ich hier kurz rein. Oh. Dann geht's erstmal los. Wenn wir nämlich nachher auf eine höhere Queststufe kommen, kriegen wir auch eine bessere Belohnung. So, ist natürlich wie immer im Schneebiom. Wo soll's auch anders sein? Wenn wir denn erstmal die Werkbank haben, fehlt uns in erster Linie ein bisschen Eisen für. Und wir brauchen einen Klauenhammer. Gut, den können wir notfalls selbst bauen, aber dafür brauchen wir auch Eisen. Dann können wir auch auf die Materialien langsam hinsparen, um so ein Moped zu bauen. Kommen wir zumindest ein bisschen voran. Und die Ausdauer, ne? Die Ausdauer. Oh, wir haben hier auch ein Eisen? Direkt bei uns in der Nähe? Ja, nice. Den habe ich gar nicht gesehen. Den muss ich mir mal kurz markieren. Dann brauche ich nicht ganz das Schneegebiet, wenn ich später Eisen fahre. Eisen. So. Weiter geht's. Da werde ich wahrscheinlich später auch reingucken. Aber da werde ich nicht wie letztes Mal jeden einzelnen Raum, auch wenn es da jede Menge gibt. Das Gebäude ist ja nicht gerade super interessant, aber da könnte man dann gleich nach oben gehen und sich den Schatz erholen. Da hat man dann auch ein paar brauchbare Dinge. Aber jetzt im Moment zumindest erstmal bei Stufe 2. Dann kann man sich auch um andere Dinge kümmern. Die Quest wichtiger, damit wir anständig an Sachen kommen. Ich weiß auch gar nicht, warum die Ausdauer so langsam hochgeht. Ich meine, das war damals schneller. Haben sie da irgendwas geändert? Ne, Jack? Komm mal her, mein Freund. Hallo? Dreh dich doch mal um. Danke. Geht doch. Ausdauer. Ja, ich sag ja, dass meine Ausdauer ist ein großes Problem bei uns. Und wir haben auch nicht wirklich eine Möglichkeit, uns zu heilen, weil wir finden ja auch keine Schmerztabletten. Dafür jede Menge Federn, die wir nur absolut nicht brauchen. Hier hätten wir Blei. Gut, Blei habe ich, glaube ich, bei mir schon in der Nähe gesehen. Das brauche ich jetzt nicht markieren. Och, nee. Schon wieder so ein Berglöwe. Die sind echt oft hier, ne? Die sind echt oft hier. Ich weiß nicht, ob das durch die Rüstung jetzt kommt oder so, aber auf jeden Fall kommt mir das so vor, als wenn die Ausdauer sich extrem langsam regeneriert. Ne, Junge? Sag ich doch. Gut, dafür hat unsere Wumme jetzt schon mal ein bisschen Rums drauf. Aber ich sollte mich nicht so oft treffen lassen. Oh, gab einen Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Bin ich hier sicher, um den Punkt zu verteilen? Ich hoffe es mal. Denn ich werde ihn, glaube ich, jetzt erstmal einmal in Prügelpeter stecken. Zumindest einen. Bringt ja nicht nur bessere Waffen, sondern auch 10% mehr Schaden. So. Hilft uns vielleicht ein Tickchen. Das müsste doch gleich da vorne sein. Ich glaube, das Haus hatten wir wirklich schon. Verkultes Wildbret. Aber können wir gleich futtern? Bringt eh nur... Das bringt 10, okay. Ich werde es erstmal mitnehmen und nur den einen futtern. Ja, das ist die Bude da vorne. Da waren wir tatsächlich schon drin. Ah, was ist immer noch das Problem? Aber ich habe gehört, die Entwickler wollen da Besserungen. Haben sie zumindest versprochen, dass mehr Abwechslung bei den Quests ist. Aber noch ist es nicht so weit. Kommt wahrscheinlich erst mit der Alpha 20. Geht noch. Jetzt nicht mehr. Gut.
Eins muss man den Schneejacks erlassen. Die bringen gut EP. Ja, die Hütte hatten wir, glaube ich, echt definitiv schon. Ja. Da haben sie sich reingebrochen oder wir rausgebuddelt, keine Ahnung. So. Leer. Gut, 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 gut. Hier werde ich jetzt ausnahmsweise den Beton nicht wegbuddeln, weil sonst kommen wir nicht mehr hoch. Ich glaube, das war erste Folge, zweite Folge, wo wir hier waren. Ach ja, dich hatte ich ganz vergessen. Mach einen Abflug. Immer diese vorlauten Geier. So. Hast du wenigstens Eier da gelassen? Arschloch. Ah, zumindest eine Tasche. Mit ein bisschen Trinken und Maismehl. Maismehl, ja gut. Ich habe gesehen, braucht man verwandte Sachen. Ich glaube, das war zweite Folge oder sogar erste. Hier mache ich mal kurz zu. Echt? Na, offene Tür ist abgeschlossen. Vitamine, okay. Und ein Tresor, das ist sehr schön. Basie-Rezept, super, klasse, jetzt wo ich es geskillt habe. Jetzt! Ich gerade erst den Skillpunkt reingemacht. eine Schmerztablette, die werde ich aber auch gleich benutzen. Wir haben immer nur noch halbes Leben. Ich die da gleich hinterher. Der kloppt hier. Und draußen schön. Da schon wieder. Hier ist noch ein bisschen was. Wer ist da? Wieder so ein Schneelurch oder? Nein, ein Jack. Na komm weg. Ja, der ist tot. Gut. Ja, so langsam kriegt die Wumme auch ein bisschen mehr Wumms drauf, wenn man richtig trifft. So, den Tresor würde ich gerne machen. Halt, bevor ich den jetzt aufmache. Wir haben doch hier, die hatte ich doch mal gekauft. Genau. Gefängnisausbrecher. Erfolg beim Schlösserknacken 100%. Die werde ich jetzt benutzen. Dann sollte das jetzt auch schneller gehen, weil so viele Lockpits haben wir ja nur auch nicht. Eigentlich müsste das jetzt beim ersten Mal klappen. Hält ja 10 Minuten an. Und hoffentlich, bitte drückt die Daumen, dass da was Anständiges drin ist. Bitte, 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 bitte. Ja, ja, ich mag die Bombs. Helmlichtmod. Pfeile ganz so weg, aber die Helmlichtmod. Juhu, juhu, juhu. Dibi, 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 dibi. Ich freue mich so. Wir ändern Rinder. Sehr schön. Geht's auch? Ja. Oh, das ist wie Schnee im Sommer. Willst du denn? So. Vor Freude muss ich ihn gleich umboxen. Da ist noch was. Was für Schnittwunden. Oh, eine Pop-and-Pilz-Kiste. Kann das sein, dass ich die beim ersten Mal vergessen hatte? Und da ist das schöne Döschen. Wir zerlegen alles, was aus Eisen ist, was wir nicht brauchen. Woi, wir Eisen brauchen. Und zwar jede Menge. Wir wollen ja schließlich auch ans Moped kommen und an die Werkbank. So, was Brauchbares drin? Schießpulver. Schießpulver. In einer Medikamentenkiste. Du bist durstig. Aber da will ich mal nicht meckern. Schießpulver brauchen wir auch. Du bist hässlich. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Also Zombies sind hier garantiert noch irgendwo. Jo. Hallo Peppe. Loch. Peppe lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Dieser Fußboden hier, ne? So, und da... Ne, da ist echt nichts drin. Okay. Ah, da gibt's garantiert gleich noch was. Da war's ja. Gut, in dem Haus waren wir. Mir geht's in erster Linie um Materialien und dass wir was Anständiges kriegen. Und wie viel wollen wir wetten, dass wir jetzt, wo wir die Helmlichtmod haben, vom Trader auch eine kriegen? Wie viel? Mit Sicherheit. Hallöchen. Ach, Cowboy. So,
So, den hatte ich schon. Hier. Maisbrotrezept. Sehr schön. Jetzt kommt das doch langsam alles mal richtig in Wallung hier. Bis auf die Döschen. Die werden wir nie los. Was zu trinken? Das werde ich auch gleich mal trinken. So, den hatte ich schon. Den schon. Da gucke ich gleich. Den kann ich einsammeln. Töpfe haben wir auch mehr als genug. Den werde ich zerlegen. Zack. Da ist noch was. Ein Röhrchen und ein bisschen Kaffee. Da ist noch was zu futtern. Sehr schön. Da ist definitiv noch was drin. Leere Gläser. Gut, die hätte auch behalten können. Die Tasche. Bringt das Geld? 12. Ach, weg. Da ist aber noch was drin. Leer. Sehr schön, gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Da geht's gleich noch hoch, weiß ich. Hier noch was drin? Keiner da? Keiner mit Sitzung? Okay. Hier noch was? Vitamine und Schiene? Die hätten wir da noch so schön. Ein bisschen Blei und Rohr. Gehe ich da nochmal gucken. Hier ist noch ein Shorty, der sich versteckt hat. Okay. Ach, du bleib liegen, Junge. So. Denn wäre hier ein Mützchen, was uns, naja, zwar mehr Kälte- und Hitzeschutz gibt, aber weniger Rüstung. Das werde ich zerlegen. So, den nehme ich mit wegen Leder. Dann gucken wir mal in die Bücher. Brennender Schaftmord. Lernen. Und das haben wir schon. Wieder zwei Sachen für den Trade. Jagdgewehrbauplan. Sehr schön. Die Kunst des Bergbaus Band 3. Kumpel leben praktisch von Kaffee. Sammelt 10% mehr Erz, wenn du unter dem Einfluss von Koffeinschubs stehst. Sehr schön. Das heißt, wenn ich zum Kaffee-Junkie mutiere, kriege ich mehr Erz. Kneipenschlägerei Band 3. Erhöhe deinen Schaden für jeden Kill um 5% und maximal bis zu 15%. Wird nach 10 Sekunden ohne Kill um ein Level herabgestuft. Auch nice. Und das ist Hitzeschutz, ne? Brauchen wir nicht. Zerlegen. Sehr, sehr schön. Da noch was drin? Jo. Ein bisschen Gold, Rutin und Plastik. So, dich wollte ich einmal zerlegen. Hier ist sonst nichts weiter, aber nach oben müsste ich einmal. Kann man den noch looten? Nee, ne? Ne. Gut. Ach, hier. Mit dem Bömmchen. Yeah. Oh. Das ist aber nicht gut. Die Bomben sind weg. So, gut, dann machen wir den so. Junge. So. Normalerweise gehen die alle durch die Bomben drauf. Diesmal nicht. Aber so kann man es natürlich auch regeln. Der ist schlechter, ne? Der ist definitiv wie meiner. Gut, kann weg. Gibt Eisen. Wenn hier nochmal reingucken, gibt auch wieder Eisen. Ich werde jetzt eisensüchtig. Eisen! Quest haben wir definitiv schon fertig. Das waren ihre letzten Zombies. Und den Schatz möchte ich trotzdem gerne mitnehmen. So. Ah, Steinhammer, kann weg. Oh ja, die muss ich gleich einsetzen. Ein Helm, der ist wie meiner, der kann also weg. Der kann ebenfalls weg. Gedämpfte Verbindungsmod, okay. So, Moment. Wo könnte ich den denn schon mal überall einsetzen? Was überall? Ich setze ihn in den Kopf, der müsste eigentlich noch einen Slot frei haben. Yep. Das ist Tragerkapazität 2, alles klar. So, haben wir ja schon mal zumindest zwei Plätze mehr frei. Ist jetzt nicht allzu viel, aber besser als nix. Mühsam ernährt sich. Das Eichhörnchen heißt es ja so schön. Gut, 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 gut. Dann kommen jetzt so langsam die brauchbaren Sachen. Oh ja, Essen.
Da ist noch ein bisschen Muni und da sind noch ein paar medizinische Vorräte. Ein Verband. Sehr schön. Ich glaube, hier ist nichts unter. Aber da ist noch ein Tresor. Gut. Doch, das hält sogar noch an. Noch 2 Minuten. Dann müssen wir den ja beim ersten Mal aufkriegen. Das ist schön. Na? Müsste eigentlich noch gehen. Ja, sehr schön. Was haben wir denn da Gutes? Eine Stufe 2 Schrotze. Ah, der bringt kaum Geld. Und was bringt die? 70. Gut, die werde ich mitnehmen. Lalalalala. Ja, wie Weihnachten heute. Endlich die Helmlichtmod. Ja, jetzt kann man auch endlich nass mal was machen. Sehr schön. Das freut mich. Immer noch. Gerade voll happy deswegen. Dann werde ich mir jetzt die Steroide reinpfeifen. Wir müssen dringend zum Trader. Die sind da. So. Dann ist die Überladung weg. Blödes Loch. Und ich klopp mich, würde ich sagen, hier aus dem Fenster raus. Aber wir kommen da ja nicht wieder hoch. Jetzt müssen wir trotzdem noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unbedingt Schneeleoparden über den Weg laufen. Ah, wir haben hier auch noch eine Quest, ne? Könnte man die nicht einfach mitnehmen? Was ist denn das für eine Quest hier? Die Touristen. Alles klar. Machen wir mit. Wenn wir schon mal hier sind. Na. Sind ja auch so... Sind ja auch so robust, die Guten. Ich meine gleich so viele. Ich muss nur 3 töten und... Na. Schön auf Abstand bleiben, Jungs. Ah. Sagt er, auf Abstand bleiben. Könnt ihr nicht mal hören. Jetzt kommt auch noch Schneejack um die Ecke. Ist halt nicht so einfach, wenn man keine anständigen Waffen hat. Aber zumindest mal ein bisschen Action auf der Straße. Und es gibt gut EP. Aber Schneejack muss sich natürlich einmischen, ne? Er will auch um den Krügel. Ah, jetzt reicht es. Ich renne mal so. So, jetzt hätten wir nur noch einen. Der Gute lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, die Quest müsste fett. War noch? Okay. Jetzt nicht mehr. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die Quest müsste doch jetzt eigentlich abgeschlossen sein. Na gut, wir sind Game Stage 12, dessen finden wir ein paar bessere Sachen. Jo, fertig. Wunderbar. Feder. Gut, dann gehen wir jetzt aber zum Trader. Gut, dann haben wir jetzt halt 2 Quests zum Abgeben. Schadet auch nicht. Ich muss sagen, ohne vernünftige Waffe sind die Touristen doch heftiger, als sie einen erscheinen. Ich meine, ich hätte sie jetzt auch alle runterknüppeln können, aber das wäre schwierig geworden mit der Ausdauer. Aber da unsere Steroide jetzt auch nur noch 6 Minuten anhalten, bisschen beeilen. Ich hoffe nur, hier ist nicht so ein Schneelurch in der Ecke. Oh, vor allem die Ausdauer. Ich glaube, das kommt durch unsere Rüstung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir hatten ja am Ende von der Experimentell schon sehr gute Ausrüstung.
Vor allem waren wir ja auch größtenteils mit Moped unterwegs. Da sind wir ja gar nicht mehr so viel gerannt. Dessen fiel das gar nicht mehr so auf. Hallöchen. Was rennst du denn so? Bist du ein Pferde? Ausdauer, Ausdauer. Naja, zumindest ist er tot. Ah, mit der Ausdauer ist echt ein Riesenproblem. Bin doch ganz froh, dass ich die Donnerbüchse erstmal behalten habe. Vielleicht finden wir sogar irgendwann mal eine bessere. Man weiß es ja nicht, ne? Und so lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis wir zumindest das Moped kriegen. Sind wir ein bisschen besser unterwegs. Hier noch was drin? Jo. Naja, ein Brot. Und hier? Leer. Ach, den Müllsack habe ich liegen gelassen. Den Rucksack habe ich gelootet. Das ist wieder typisch ich. Nur die Hälfte looten. Komm, Junge. Das wirst du schaffen. Da vorne ist der Trader schon. Na gut, um die Ausdauer beim Sprinten hochzukriegen, müsste man halt Heilfaktor skillen. Nee, Heilfaktor nicht. Hier, Cardio heißt es, glaube ich, auf Englisch, auf Deutsch, glaube ich. Ausdauertraining oder so. Bin mir da nicht ganz sicher. Ja, Eier sind immer gut. Den sollt ihr vielleicht auch mal looten? Ja. Schmerztablettchen, da werde ich mal eine von nehmen. Doch schon gut was auf den Deckel gekriegt. Sind wir zumindest wieder voll Leben. Die hatte ich, ne? Ja, die hatte ich. Gut. Ich freue mich so, ich freue mich so. So, jetzt hast du deine Helmlichtmod stecken. So, das war die kleine Quest, okay. Da gibt's nichts zum Auswählen. Ich müsste einmal kurz was verkaufen bei ihm. Die Rezepte hier, die brauchen wir ja nicht mehr wirklich. So, da ist noch eins, sogar zweimal. Gut. Sonst noch irgendwas, was wir dir anstrehen können, was ich jetzt selber nicht unbedingt brauche? Die da. Zack. Okay. Denn, naja, Magnum-Munition nehme ich jetzt nicht wirklich mit. Die haben wir eh noch lange nicht. Zigarren erhöhen deine Stärke, deine Handelsfähigkeit und lassen dich so cool aussehen wie ein sexueller Tyrannosaurus. Wie bitte? Naja, gut. Lerne, wie du Zigarren fertigst. Ja, eine Zigarre ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Das ist besser fürs Handeln. So, wenn man nach Quest gucke ich sofort. Wo ist das Buch? So, dankeschön. Sogar ein Fertigkeitspunkt. Dann bleibt uns noch diese hier. Household Victorian 8. Das befindet sich wo? Natürlich. Ganz am Ende. Ich müsste quasi hier die Straße runterlaufen. Gut, eins nach dem anderen. Wir müssen sowieso erstmal aus dem Leeren gehen. Ja. Getrunken habe ich gerade. Gut, ich trinke nochmal. Glaube ich, hatte auch noch Wasser einstecken, ne? Ja, das kann man damit raufziehen. Die eine hier trinke ich noch. So, dann gucke ich mal kurz auf den Skillpunkt, den wir gerade gekriegt haben. Werkbank und so haben wir erstmal alles Wichtige. Prügelpeter. Qualität 3. Verursacht 20% mehr Schaden. Gut, wir haben ja erstmal 2. Für den Anfang reicht das. Hier haben wir auch schon 2. Ich würde ganz ehrlich gerne hier, damit man mehr rauskommt. Das sorgt dafür bessere Werkzeuge von Stufe 2 und erhöht den Werkzeugschaden um 10%. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich werde erstmal hier. Dass wir zumindest hier erstmal die Punkte weiterkriegen. Weil das dauert schon ewig, bis man was abgebaut hat. Halt. Ne, Quest hatte ich ja schon. Denn erstmal ab nach Hause. Kommt doch langsam alles. Zack. Erstmal alles hin in die Lootkisten. Wird in der Ruhe alles wegsortiert. So, warte mal.
essensmäßig, muss ich gleich mal gucken. Erstmal das da rein, Vitamine rein, das, das, das. Das sind alles Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt mit uns rumschleppen müssen. Eisen packe ich in die Schmiede. Schmerztablette möchte ich gerne behalten. Die packe ich mal darauf. Die zwei können mit rein. Davon reicht ein Rohr zum Reparieren. Und da mit rein. Eier kommen drin. Das kommt drin. Die brauche ich jetzt auch nicht. Das Essen packe ich mal mit rein. Wo ist denn mein verkultes Wildbret geblieben? Habe ich das aus Versehen zerlegt oder was? Das sieht ja fast so aus. Warum? Wieso tue ich sowas? Ah ja. Die zwei Küchlein behalte ich mal. Und das Eisen kommt in die Schmiede. Und zerleg ich Wildbret oder wo ist das geblieben? Ich weiß es nicht. Ich hatte doch nur eins gegessen. So, und zumindest wieder Biesle-Eisen. Dann nähern wir uns auch so langsam mal Richtung Werkbank. Und ich werde zwar jetzt nicht mit euch die Quest machen. Ich glaube, die werden wir uns aufheben für die Nacht. Da haben wir mal ein bisschen Action. Da vorne sehe ich noch zwei. Ah, eine Chantal und ihre Schwester, die Chili darin. Upsala. Na guck mal, jetzt geht's doch langsam mal hier ordentlich los. So. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Schule durchlooten. Das dauert viel zu lange. Aber ganz ehrlich gesagt, würde ich das schon gerne einmal durch. Ich weiß, dass es die später als Quest gibt. Können wir als Quest auch gerne nochmal machen. Aber da gibt es ja so viele lohnenswerte Sachen. Zumindest hier der Schulbus. Guck mal, zum Beispiel Messing, Nägel, alles sehr schön. Denn jetzt nochmal ein bisschen Blei. Also langsam geht's doch los. Oh, da ist noch mehr Messing. Ah, die Schule lohnt sich schon. Hier noch ein bisschen was? Naja. Oh, guck, da haben wir schon ein Essenbuch. Und noch Messing. Schieße, um zu töten. Und lass Gott sich um den Rest kümmern. Einer von euch muss sterben? Na dann lieber dein Gegner. Automatische Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Ist für später sehr wichtig. Lernen wir. Gut, gut, gut. Hier ist ein Spielplatz. Nicht hier noch irgendwas Brauchbares auf dem Spielplatz? Sehe hier jetzt so nix? Da ist auch nichts, der ist nur Deko, ne? Sieht zumindest ganz danach aus. Okay. Der Eingang wäre, glaube ich, sowieso hier. Ist das eine andere Schule, ne? Ja, der Eingang wäre hier. Ich glaube, wir kriegen Zombie-Besuch. Oder? Ja, ich weiß, ich würde sagen, die Schule heben wir uns auf, bis wir sie als Quest kriegen, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar brauchbare Sachen gekriegt. Weil die Quest werden wir definitiv so oder so kriegen. Dann müssen wir uns erstmal auf Stufe 2 und 3 kommen. Dann kommt soweit später auch. Weil das wird doch sonst langweilig, wenn wir ständig durch die gleichen Gebäude rennen. Hier wird noch ein bisschen Stein. Also langsam kommen wir doch mal voran. Also jetzt brauchen wir auch nicht mehr ganz so extrem vorsichtig sein, außer bei den Schneeleoparden. Die können schon etwas kriminell werden. Leer. Ich glaube, die Bude hier haben wir auch schon durchgelootet, ne? Ja, ich glaube, ja. Gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal heute mit der Folge. Machen denn in der nächsten Folge... Ja, ich weiß es noch nicht. Entweder die Quest oder wir looten mal ein paar andere Gebäude durch, aber ich würde schon die Quest sehr gerne auf Stufe 2 kriegen. Ah, mal gut gehen. Wir müssen aber auch so langsam mal anfangen, die ersten Vorbereitungen für die Horden nachzutreffen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht viel machen. Da kommt ein Tori. Außer da vorne vielleicht ein paar Spikes rumstellen. Wir stellen uns also ein Dach für die erste Horden nach, wird es schon gehen. Aber dich boxe ich noch um, mein Freund. Ja, komm, steh auf. Hab noch was für dich. Ja, nimm das. Tja, das kommt davon, wenn man nicht auf mich hört. Gut, gut, gut. Ich gehe noch einmal um mein eigenes Haus rum. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Bäume hätten wir hier genug. Ich glaube, hier hinten werden wir später auch die richtige Hornbase aufbauen.
Ah, tatsächlich, noch ein Müllsack. Mit Düschen und Schießpulver. Okay. Dann werde ich jetzt versuchen, noch mal ein paar Materialien zusammenzukriegen für die Werkbank, damit wir mal Richtung Moped kommen. Und ich würde sagen, dann ist es auch, glaube ich, auch schon so langsam gegen Abend. Mal sehen. Auf jeden Fall fangen wir dann wohl mal an, die Quest zu machen, damit wir die wirklich höher kriegen. Damit wir auch mal andere Gebäude sehen. Nicht immer die gleichen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich freue mich immer wieder über jeden Kommentar und dass ihr zuschaut. Vielen Dank, dass ihr da seid. Bis morgen. Tschüssi.